Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich werde heute ganz viele verschiedene vegane Wurstsorten, Aufschnitte, Käsesorten testen. Alles, was es so im Supermarkt dazu zu finden gibt und einfach mal schauen, ob das denn mit normalen Produkten mithalten kann. Und das Gute ist, das Video ist komplett ohne Kooperation, komplett selbst ausgesucht und selbst gekauft. Also ihr bekommt sowieso immer meine ehrliche Meinung. Also obwohl es ja bei mir eigentlich egal ist, ob Kooperation oder nicht, ihr bekommt sowieso immer meine ehrliche Meinung. Dementsprechend, ich bin selbst sehr gespannt. Ich werde manche Produkte auch live mit euch testen, werde sie mir aufs Brot schmieren und dann jetzt einfach mal mit euch probieren und mal schauen, ob es die ein oder andere Überraschung gibt. Bei manchen Produkten bin ich auch sehr, sehr skeptisch, muss ich zugeben. Wer weiß, vielleicht überzeugen sie mich ja sogar. Bevor es jetzt aber losgeht, gibt es noch eine wichtige Sache, denn ihr wisst ja, ich bin Ambassador für MyProtein und MyProtein hat ab dieser Woche richtig, richtig, richtig viele Rabatte und das muss ich einfach mit euch teilen, weil es wäre schade, wenn ihr die verpasst. Und solltet ihr vielleicht auf meinem Profil gelandet sein, weil ihr euch für vegane Produkte interessiert, der hat natürlich MyProtein auch sehr, sehr viel zu bieten. Einer meiner Favoriten ist der Salted Caramel Vegan Cookie und die, die mich kennen oder meine Videos hier verfolgen, wissen, dass ich echt den täglich esse. Der ist so gut und ich habe auch noch niemanden kennengelernt, der den nicht lecker findet. Und es gibt da natürlich auch ganz viele weitere Sorten und auch zum Beispiel das Sojaprotein in Schokolade mag ich ganz gerne. Also ist wirklich für jeden was dabei und mein Code gilt natürlich auch auf alles. Es gibt auch Vegan Clear Protein, es gibt wirklich alles, was das Herz begehrt. Natürlich auch T-Shirts, Leggings, alles was man möchte. Und ja, warum nicht dann einen Vorrat anlegen, wenn es schon so günstig ist, so für so eine kurze Zeit, dann bestellt man eben mehr. Die Sachen halten ja eigentlich immer relativ lange. So mache ich das auf jeden Fall auch immer und fahre damit sehr, sehr gut. Genau, und einfach in der Videobeschreibung schauen, da steht mein Code und da sind auch die ganzen Links, wie ihr dann auf die Produkte kommt und dann einfach shoppen, Geld sparen und coole Sachen haben. Und los geht es mit einem Produkt, welches schon jahrelang in unserem Kühlschrank steht und sehr, sehr häufig von uns gegessen wird. Nämlich sind das solche Aufstriche von Edeka, von der Hausmarke. Und die sind natürlich auch vegan und wir haben hier am liebsten die Sorte Toskana. Ich habe heute aber mal die Sorte Aubergine probiert, die habe ich dann nämlich beim letzten Einkaufen mitgenommen. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich finde, dass Aubergine genau schmeckt wie Toskana. Also ich habe ehrlich gesagt gar keinen großen Unterschied gemerkt, das war ein bisschen bitter. Aber ja, die Sachen finde ich auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Haben wir sehr, sehr gerne auf dem Brot, auf dem Knäckebrot, auf der Reiswaffel, ganz egal. Die schmecken wirklich gut. Und was es auch noch gibt für eine Sorte, die ist jetzt schon leer, Tomate Basilikum, das finden wir auch richtig, richtig lecker. Also diese Hausmarke von Edeka, diese veganen Aufstriche, die findet man nicht im Kühlregal, sondern bei den veganen Produkten, bei uns zumindest, im trockenen Bereich, kann man das so sagen. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Also die kann ich definitiv sehr, sehr weiterempfehlen. Und weiter geht's direkt mit einem Test. Ich meine, warum nicht? Ich habe hier ja schon mein Tellerchen. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß noch gar nicht, was ich als erstes probieren soll. Der Käse, da habe ich schon mal einen anderen probiert. Also das hier ist eine Teewurst von Rügenwalder. Auch vegan natürlich. Das hier ist eine Art Mortadella von einer anderen Marke, vegan. Und die Salami ist auch nochmal von Rügenwalder. Und das hier ist Käse von Simply Wee. Genau. Jetzt die Frage, was probiere ich als erstes? Ich denke, ich wage mich mal an das Gefährlichste ran, nämlich an die Teewurst. Da habe ich nämlich am meisten Respekt, um ehrlich zu sein. Kann ich mir nämlich gar nicht so gut vorstellen. Aber schauen wir mal. Ja, krass, es hat echt so ein bisschen diesen Teewurstgeschmack einfach. Also wenn ihr schon mal Teewurst gegessen habt, dann wisst ihr, was ich meine. Die Konsistenz kommt wirklich nah an Teewurst dran. Ich probiere jetzt noch ein bisschen, weil ich finde, manchmal haben wir gerne Produkte so einen Nachgeschmack, der dann halt erst ein bisschen nach 1, 2, 3 Bissen kommt. Also ich bin echt mega überrascht. Eigentlich war das das Produkt, vor dem ich echt am meisten Angst hatte, aber es ist total okay. Also wenn man Teewurst mag, ich finde, es kommt wirklich extrem nah an richtige Teewurst dran. Bin echt positiv überrascht. Deswegen mache ich auch gleich mal auf, weiter mit dem Aufschnitt von Vegan Z. Ich finde, dass die Textur schon so ein bisschen
Mortadella-mäßig ist. Also ich finde, das kommt schon gut hin. Also ich esse tatsächlich ganz gerne Mortadella, also normale in Anführungszeichen. Deswegen bin ich umso gespannter. Ich finde, es schmeckt ein bisschen nach nix, um ehrlich zu sein. Aber sie schmeckt auf jeden Fall besser als die, die wir von Edeka hatten. Werde ich gleich mal einblenden. Die haben wir dann nämlich leer gemacht. Das war eine mit Brokkoli, war da noch drin. Und die hat gar nicht geschmeckt. Die hatte so einen richtig extremen Eigengeschmack. Und das, oder Nachgeschmack und Eigengeschmack. Und die ging gar nicht. Aber dagegen ist die Mortadella-Art wirklich gut. Also ja, finde ich echt gut. Mhm. Mhm. Ich finde es auch immer faszinierend, dass sie diese Textur so perfekt hinbekommen. Das ist echt, ich finde das faszinierend, muss ich sagen. Und was Mortadella angeht, kann ich auch noch die Hausmarke von Edeka noch empfehlen. Und das ist auch nach Art Mortadella mit Paprika, besteht auch aus Sojaprotein und Erbsenprotein. Das sind ja fast alle Produkte, bestehen aus Sojaprotein und Erbsenprotein. Und die ist auch richtig gut. Also wie gesagt, die eine von der Hausmarke fanden wir nicht so gut, aber die schmeckt echt auch sehr, sehr lecker, sehr nah an der richtigen Mortadella dran. Also da kann man echt nichts sagen. Jetzt mache ich mal weiter, nicht mit dem Live-Test, sondern mit einem ganz normalen Produkt, nämlich mit der Leberwurst von Pommersche und ich muss sagen, dass ich finde, dass es leider gar nicht mithalten kann mit richtiger Leberwurst. Also es ist nicht schlecht, es schmeckt auch nicht eklig oder so, man kann das absolut essen. Aber jeder, der gerne Leberwurst isst und den Geschmack kennt und mag, für den ist das kein Vergleichsprodukt. Also wie gesagt, wenn man es vielleicht nicht kennt, dann ist es egal. Aber jemand, der sehr, sehr gerne Leberwurst isst, der wird jetzt damit nicht happy werden, würde ich mal sagen. Wobei zum Beispiel im Vergleich die Teewurst echt richtig nah am Original fand. Da finde ich, kann die Leberwurst nicht so gut mithalten. Ich zeige euch mal, wie das innen aussieht. Das ist auch nah dran. Also ich finde auch, von der Textur ist es, wie gesagt, ich bin echt fasziniert bei den ganzen Produkten, dass die da so nah rankommen. Aber geschmacklich ist es jetzt halt keine richtig gute Leberwurst. Ist halt einfach so meiner Meinung nach. Also es ist nicht schlecht, aber halt auch nicht richtig gut. Weiter geht's mal mit der Salami. Da bin ich ja auch ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Das ist die von, auch von Mühlen. Klassiker. Also von der Textur kommt es auch gut hin, finde ich, aber die Farbe ist so ein bisschen anders. Vielleicht sieht man das, das erinnert mich so ein bisschen an Blutwurst. Auch nicht, ne? Es ist so ein bisschen anders. Aber ich probiere einfach mal. Ich trinke mal einen Schluck. Also die Salami muss es für mich jetzt nicht nochmal sein, sag ich ganz ehrlich. Auf Basis von Weizen, also man kann alles essen. Also wirklich, ich bin schon an sich positiv überrascht, aber ist halt jetzt nicht richtig lecker. Wisst ihr, was ich meine? Also die Salami war jetzt halt keine Salami und dann denke ich mir, dann esse ich doch lieber was ich super lecker finde, hier wie sowas. Oder auch die Teewurst oder was ganz, ganz anderes als irgendwie, Hauptsache man isst eine Salami. Also weiß ich nicht, dann esse ich lieber gar keine Salami, sondern halt was anderes. Ich habe mir übrigens vorgenommen, dass das Video unter 10 Minuten bleibt. Ich bin gespannt, ob ich es schaffe. Schauen wir mal. Jetzt mache ich mal mit dem Käse weiter. Auf den bin ich auch gespannt. Das ist ja von Simply Wee, der würzige. Von der Marke habe ich auch schon den cremigen probiert. Der hat nach nichts geschmeckt für mich. War jetzt nicht so mein Ding. Und den nussigen, den fand ich auch sehr gut. Und jetzt probieren wir mal zusammen den würzigen. Finde ich sehr, sehr lecker, aber ist halt kein Butterkäse oder so. Also ich bin ja ein ganz, ganz großer Käsefan und habe ja auch, ihr kennt ja meine Vlogs oder meine What I Eat in a Days oder wenn ihr die geschaut habt, wenn nicht, habt ihr noch die Chance. Ich verlinke hier oben mal eins. Ich esse ja fast täglich Butterkäse oder Junger Gouda oder sowas in der Art und da kann das halt nicht mithalten. Das schmeckt halt einfach anders, aber es schmeckt anders gut. Also es ist nicht so, dass es jetzt schlecht ist, aber es schmeckt halt anders. Aber ist für mich jetzt kein hundertprozentiger Ersatz zu einem richtig guten Butterkäse. Also vielleicht, ich bin auch einfach Butterkäse-Fan, muss ich zugeben. Und das schmeckt einfach nochmal cremiger und hat nochmal so einen anderen Geschmack. Und hier schmeckt man dieses Nussige schon sehr, sehr raus, finde ich. Aber wie gesagt, es ist lecker. Also es ist absolut nicht, dass man das nicht kaufen sollte. Ich finde einfach nur, dass es halt nicht unbedingt mithalten kann.
Und jetzt bin ich schon fast durch. Vielleicht schaffe ich es unter den 10 Minuten ja noch. Nämlich haben wir hier noch einen veganen Brotbelag nach Art. Moment. Pro veganer Brotbelag nach Art Fleischwurst. Und das finde ich ja irgendwie schon ein bisschen verrückt, muss ich sagen. Als ich das gesehen habe, dachte ich so, das ist ja Wahnsinn. Aber es schmeckt richtig gut. Also ist echt gut. Es hat zwar auch so ein bisschen diesen erbsigen Nachgeschmack. Oder ist es erbsig? Ich muss probieren, dann sage ich es euch. Ja, es hat so ein bisschen so einen leichten Nachgeschmack nach was. Es ist selbst schwer zu beschreiben, wie der Nachgeschmack schmeckt, aber es ist kein, den man mit normaler Wurst hat. So kann ich es vielleicht ein bisschen sagen. Es ist so ein bisschen was Erbsiges, aber nicht, als würde man jetzt hier Erbsenpüree oder so essen, sondern einfach so ein bisschen so ein undefinierbarer Nachgeschmack. Ja, das ist das Video. Sehr hat hoffentlich trotzdem einen Mehrwert für euch, auch wenn ich nicht so gut da drin bin, die Geschmäcker zu beschreiben. Aber auch die Konsistenz finde ich echt richtig faszinierend. Das haben sie echt richtig, richtig gut mitbekommen. Und gerade mit Senf schmeckt das wirklich sehr, sehr lecker, finde ich. Und ist auch sehr, sehr nah am Original dran. Mein Fazit ist tatsächlich, dass es sehr, sehr viele tolle Produkte gibt, die ein toller Ersatz sein können. Aber dass diese Produkte nur in 80% der Fällen wirklich an das Original drankommen. Und ich bin der Meinung, entweder ich esse das Original oder ich esse einfach was anderes Leckeres. Es gibt ja Gott sei Dank genug andere Sachen. Aber manche Sachen muss man nicht unbedingt haben, finde ich. Also da gibt es genug bessere Alternativen. Aber von manchen Sachen, wie zum Beispiel von der Teewurst oder auch von der Mortadella, war ich echt positiv überrascht. Die kann man echt, finde ich, jedem Nicht-Veganer auch aufs Brot legen und der würde wahrscheinlich keinen Unterschied merken. Das finde ich richtig, richtig cool. Und das war das Video. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen und auch wenn es vielleicht nicht den größten Mehrwert hatte, weil ich nicht so gut da drin war, die Geschmäcker zu beschreiben, hoffe ich ja trotzdem, dass es euch interessiert hat und wenn nicht, dann vielleicht, dass es einen kleinen Entertainment-Charakter hatte. Wie immer freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch und auch über einen Kommentar. Und jetzt habe ich noch eine ganz, ganz kleine Bitte, nämlich schreibe ich in meinem Master-Seminar aktuell eine Umfrage, beziehungsweise mache ich aktuell eine Umfrage und da brauche ich noch dringend, dringend Teilnehmer und deswegen würde es mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da teilnehmen könntet. Ich poste das alles in die Videobeschreibung. Einfach draufklicken, geht auch nur 5 Minuten. Und ihr habt auch die Chance, ein Set von MyProtein zu gewinnen, nach eurer Wahl. Dafür müsst ihr einfach nur die Umfrage machen, am Ende eure E-Mail-Adresse angeben und dann seid ihr schon im Lostopf. Da wäre ich euch sehr, sehr dankbar. Und vergesst nicht den Rabatt bei MyProtein. Alle Infos findet ihr unten. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Sonntag.